So, S1, Gesundheit. Heute wieder hinter mir mit dem Fritz. Grüß dich, Fritz. Ja, S1 Gesundheit, Workouts aus dem Kampfsport, gemischt mit allgemeinen Fitnessübungen für Körper, für die Muskeln, für die Knochen, für die Faszien, fürs Gewebe, um die Systeme umfangreich an Trainingsreizen auszusetzen und da natürlich Anpassungen im Körper zu haben, Energiestoffwechsel, ja, Anpassungen in der Muskulatur, Anpassungen, die Faszien zu straffen, die Faszienversorgung anzuregen, ja, und das Knochenwachstum zu stärken. Und da gibt es hervorragende Übungsmöglichkeiten, ja, wo man aus dem Kampfsport spezifisch nimmt und auch gern mit allgemeinen mischt. Heute bleiben wir spezifisch. Ja, Fritz hat uns gerade im Boxen schon was gezeigt. Jetzt tun wir eine Thai-Box-Element mit einbeziehen, zweimal Kniestoß. Wir arbeiten hier am Sandsack. Die Übung ist nicht unbedingt zwingend am Sandsack. Das könnte man auch ohne Sandsack trainieren, als Schattenboxen, ja, indem man einfach in die Luft schlägt mit kontrollierten Körperbewegungen. Wir haben aber einen Sandsack, deswegen nutzen wir ihn jetzt auch. Und dann gehe ich mal hier zum Fritz. Ja, die Übung ist dreimal schlagen, zweimal Kniestoß, dann in die Seitwärtsbewegung, sechsmal schlagen, zweimal Kniestoß und dann wieder in die andere Richtung. Ja, dass auch das System, die Beine, die Füße, die Hüfte, die Schultern, der Core, alles wird umfangreich bewegt und antrainiert. Und dann legen wir gleich mal los und Fritz, los geht's. 1, 2, 3. Boom. Boom. 1, 2, 3 Schritte zur Seite. 6 Schläge. Schön mit der Hüfte. Ganzer Körper drückt. Jawohl. Knie. 1, 2, 3. Immer 3 Zwischenschritte, damit ich dann schön flüssig das andere Knie schlagen kann. Und auch hier immer wieder die Hüfte eindrehen und Schultern eindrehen. Knie schön nach vorne stoßen. Das Knie wird körpernah nach oben gezogen und mit der Hüfte dann nach vorne gestoßen. Ja, genau. Und der Unterkörper, wie man sehen kann, wird leicht nach hinten genommen. Um das Körpergewicht auch in die Kickrichtung, in den Sandsack abzuführen. Auch hier schöne Hüftbewegungen. 1, 2, 3. Und bumm. Und schön kontrolliert zurück. Nach dem Stoß am Sandsack das Knie nicht fallen lassen, sondern wieder schön zum Körper zurückziehen. Ja, schöne Kontrolle. Jawohl. Schönes Boxen, gute Ansprache an die Hand-Fuß-Koordination. Ja, gute Ansprache an das Gleichgewichtsgefühl durch den Kniestoß, indem wir nur einbeinig stehen. Jawohl. Sehr schön. Die Belastungszeit natürlich wählen, je nach Fitnessstand. Sollte aber schon 90 bis 120 Sekunden sein und kann auch gerne auf 3 Minuten ausgeweitet werden. Man könnte es auch als Dauermethode nehmen, ja, bei diesem leichten Tempo kann man das auch gerne auf 5 oder 8 Minuten nonstop trainieren, ja, dadurch natürlich noch eine höhere Ansprache an die Ausdauer. Jawohl, schön die Koordination, kontrolliert zurückziehen, wunderbar. Und Endspurt, Fritz, jawohl, bumm, und jawohl. Und locker. Ja, durch das bewegende Ziel wird natürlich auch Distanzgefühl, Einschätzungsvermögen, Timing, also das Zeitgefühl, wann ist der richtige Zeitpunkt zur richtigen Aktion, wird gleichzeitig mittrainiert. Also unsere reflektorischen Fähigkeiten werden ja mittrainiert. Ja, das Herz-Kreislauf-System wird mittrainiert, die Koordination und natürlich die Allgemeinathletik. Wunderbar und hervorragend. Fritz, ja, als Box-Newcomer, 70 Jahre, aber Box-Newcomer. Was hast du 70 Jahre nicht gemacht, aber er lässt sich jetzt nicht nehmen. Wie ist dein Lebensgefühl, Fritz?
Super. Alles klar, vielen Dank.